Autofahrer nicht vergessen, morgen wird hier dicht gemacht. Fast zwei Monate lang, bis zum 7. August, ist die Fürstenwalder Allee zwischen Erkner und Berlin voll gesperrt. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick führt direkt an der Stadtgrenze Bauarbeiten durch. Es wird empfohlen, über Gosen-Neu-Zittau nach Berlin zu fahren. Aufgrund des Breitbandausbaus der Telekom in Erkner kommt es bis zum 26. August zu zahlreichen Sperrungen von Straßen und Gehwegen im gesamten Stadtgebiet. Welche Straßen genau davon betroffen sind, kann man auf den Internetseiten der Stadt erfahren.